Hier in meiner Werkstatt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Ihr habt schon ein paar Bilder jetzt hier aus der Werkstatt gesehen und das ist ja wirklich eine super unaufgeräumte Werkstatt. Dabei schreiben mir doch immer so viele, Philipp, eine Grundsauberkeit würde deiner Werkstatt mal gut tun. Darum soll es heute aber auch eigentlich nicht gehen. Ich kann nur so viel dazu sagen, wir haben gestern noch ein bisschen was im Garten gemacht und da sind halt einfach viele, viele Dinge einfach hier reingelegt worden. Und bevor ich halt jetzt am nächsten Projekt weiterarbeite, werde ich auch aufräumen und dann geht es nochmal weiter. Aber ein eigentliches Thema, worüber ich heute mal so ein bisschen sprechen möchte, sind Bohrer. Und dieses Bohrerregal. Denn ich habe mir mal die Frage gestellt, ab wann es Sinn macht, Bohrer zu schleifen. Ich drehe heute mal die Neuigkeiten am Morgen. Ich bin heute extra so um 6:30 aufgestanden, denn ich muss heute noch zum TÜV. Aber darum soll es auch nicht gehen. Ich darf mich aber zuallererst mal bei dem lieben Jan Emmerich bedanken, denn der hat mir... Denn er hat mir zwei Dinge zugeschickt. Zum einen hier diesen Tieflochmarker. Das ist das Coole, dass ihr dieses Teil hier quasi immer an der Hose trägt und ihr den Stift dann aus der Hülle rausholt. Und ihr könnt hiermit halt einfach, zum Beispiel, wenn ihr eine Planscheibe habt und möchtet dort was markieren, könnt ihr halt hier durch diese dünne Mine, könnt ihr das da durchmarkieren. Mega, mega praktisch. Ich habe ihn jetzt auch schon richtig oft benutzt. Jan Emmerich, vielen lieben Dank. Aber der liebe Jan hat mir noch was zugesendet und das hängt hier hinten schon. Mittlerweile sind ja alle Anschlüsse beim Handy eigentlich nur noch so ein Thunderbolt oder USB irgendwas. Und aus dem Grund braucht man einen Adapter, um Musik zu hören. Den hat der Jan mir auch zugesendet. Jan, vielen lieben Dank. So, an den letzten Neuigkeiten habe ich euch ja gefragt, ob ich aus Fichtenholz aus dem Baumarkt, ob ich da was draus bauen soll. Und ihr habt mit 93% mit Ja abgestimmt. Da habe ich nur ein kleines Problem. Ich bräuchte da nur ein paar Vorschläge, denn ich weiß im Moment nicht so genau, was ich als Massivholzprojekt bauen soll. Gerade bei Fichte, da haben wir relativ viel Holz. Das könnte ein bisschen größer werden, aber es soll immer noch ein Möbelstück sein und nicht irgendwie was Sägeraues, was hier draußen ist. Also, schreib ganz, ganz gerne deinen Vorschlag, vielleicht mit dem Hashtag Massivholz, in die Kommentare. Da kann ich so ein bisschen abwägen, was vielleicht der Mehrheit auch gefallen würde, was ich bauen könnte. Danke. Dann über das leidige Thema Coronavirus. Ich werde dazu nicht viel sagen, außer was halt mich betrifft derzeit, und das ist der Shop. Der läuft ganz, ganz normal weiter. Das bedeutet, solange DHL arbeitet, werden auch die Pakete rausgehen. Also falls ihr euch für die Pandemie vorbereiten möchtet mit Stiften, dann wird das immer noch funktionieren. Das nur als kurze Information für euch und ich will da wirklich nicht so viele Worte über das Thema verlieren. Ich habe eigentlich so einen Punkt, den ich so ein bisschen auf dem Herzen habe und der ist... Zieht euch nicht so viel von diesem Punkt 12, RTL 2 Mittagsmagazin, Nachrichtensendern, zieht ihr euch nicht so viel Gedöns rein, weil das macht halt Panik, ne? Also ich ziehe mir echt seit sehr, sehr langer Zeit diese Nachrichten nicht mehr rein und bekomme die Infos halt anders, aber nicht halt auf diesen Wegen, weil jeder redet auf YouTube immer von Clickbait, dabei ist das ja im Fernsehen quasi nichts anderes. Da läuft ja zwischen diesen ganzen Berichten Werbung und je mehr Leute sich das anschauen, desto mehr Geld kann man für diese Werbung verlangen oder bekommen dann die Sender. Deswegen ist es ja auch logisch, dass dann halt immer solche richtig brisanten Themen immer und immer wieder angezeigt werden, die dann halt auch so ein bisschen die Menschenmassen so vor den Fernseher ziehen und ja, deswegen werden die darüber nicht berichten, so okay, im Moment hat sich gerade mal ein bisschen, oder nee, das ist ja nicht unbedingt, aber ja, zieht euch nicht so viel von diesen komischen Nachrichtensendern rein. Ist das gleiche wie mit solchen Informationswebseiten, die dann zeigen, wie leer die ganzen Kaufregale sind. Ja, die sind leer, aber wenn da halt am Tag dann jeder in das Geschäft reinrennt, mittags kann sich das ja nicht automatisch auffüllen, dann muss erst morgens nochmal wieder der LKW kommen und dann die Regale wieder voll machen. Ich arbeite derzeit an einem richtig coolen Projekt und zwar habe ich mit einer Armbrust angefangen. Hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun, es hat eher was damit zu tun, weil ich das eigentlich schon immer bauen wollte und ich mich nicht so richtig rangetraut habe, aber jetzt ist es soweit. Das ist wirklich so ein Teil, wo ich mir auch wirklich mal eine Schablone hergestellt habe. Hier seht ihr zum Beispiel schon... den Punkt, wo ich im Moment dran arbeite. Und zwar ist das die Auslösermechanik. Das werde ich dann alles in dem Video zeigen. Ist auch ein bisschen Metallbearbeitung. Zum Beispiel die Nuss, die dann halt das Seil spannt. Richtig cooles Projekt, freue ich mich schon drauf, weiterzuarbeiten. Wird auf jeden Fall spannend. Ist halt auch sehr aufwendig. Dann hat mich gestern war es tatsächlich,
einen Tag bevor ich das hier gedreht habe, habe ich vom Pero, das ist alias der Kompressorschrauber, habe ich einen Link einfach erhalten und ich schaue mir das an und denke mir so, Alter, aber schaut selbst. Hallo meine Lieben, wieder zu einem netten kleinen Video von mir und diesmal möchte ich mich eigentlich über eine ganz wichtige Sache unterhalten und zwar wie der Philipp, der liebe Philipp Konter vom Kanal Konterholz, mir echt geholfen hat, mit meinen alltäglichen Problemen fertig zu werden. Das fängt morgens schon bei der Badezimmerroutine an, wenn man sich einfach fertig macht, morgens fürs Geschäft. Deswegen machen wir das mal, ja? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ist sowas zustande gekommen? Ist relativ einfach, ich habe zum Pero gesagt, mach das, habe ihm 200 Euro gegeben und dann hat er das gemacht. Natürlich nicht. Er schickt mir noch eine Staubsaugerturbine zu, hat er mir zumindest mal gesagt. Die ist zum Beispiel nicht von ihm. Die habe ich von jemand anderem bekommen. Der hat aber auch eine Dose Finish bekommen. Und auf jeden Fall hat der Pero das einfach gemacht, hat mir den Link geschickt. Und schaut es euch selbst an. Ich packe euch einen Link zum Video unten in die Videobeschreibung. Und außerdem schaut generell mal bei ihm vorbei. Der ist wirklich ganz witzig drauf. Von ihm habe ich mich zum Beispiel auch hinten diese Bohrmaschine gekauft. Dann Thema Bohrerregal. Das ist dieses Teil. Das habe ich in einem von den letzten Videos gebaut. Da könnt ihr einfach, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen beengtere Situation habt, könnt ihr das Bohrregal platzsparend an der Wand verstauen. Und wenn ihr dann halt nicht so gut hin an die letzte Reihe Bohrer rankommt, könnt ihr das einfach rausziehen und könnt dann hinten dran packen. Eine Sache, die ich in dem Bohrer-Bau-Video nicht gesagt habe, ist, beziehungsweise viele haben geschrieben, ja, mach doch die Löcher genau in dem Maß, wie es die Bohrer sind. Ich muss sagen, derzeit benutze ich dieses Bohrregal eigentlich nur für die Standardbohrer, die ich so benutze. Das sind solche Größen wie 8, 6, 10 und halt die Forster-Bohrer. Denn ansonsten bohre ich tatsächlich gar nicht so viel an der Standbohrmaschine. Aber da werde ich mal schauen, wie sich das jetzt so in Zukunft noch entwickelt. Ich habe zwei Meinungen noch unter diesem Video bekommen, und zwar betrifft das Quietschen. Der Johannes K. hat geschrieben, geile Idee, aber bei dem Geräusch, hätte ich ausflippen können, hätte ich keine Sekunde so gelassen. Viele andere haben auch geschrieben, ich würde das Quietschen so lassen, das gibt den ganzen Charakter. Genau, ehrlich gesagt, das habe ich mir auch gedacht, als ich das Teil gebaut habe. Ich habe mir gedacht, komm, darauf werden die Leute ziemlich viele Kommentare drauf schreiben. Und aus dem Grund kannst du jetzt abstimmen, ob ich das Quietschen so lassen soll oder ob ich das Quietschen wegmachen soll. Nimm einfach hier oben rechts an der Umfrage dran teil. Danke. Dann habe ich in einem von den letzten Videos noch einen kleinen Jig gebaut oder ein kleines Helferlein. Das ist hier dieses Teil. Damit könnt ihr dünne Streifen schneiden. Und da habe ich erstmal eine Nachricht bekommen, die so vielleicht nicht so ganz gut ist, wenn man das macht. Grundsätzlich war hier diese Vorrichtung halt für sehr, sehr dünne Streifen geeignet, gedacht. Das bedeutet 1 mm dick. Und da hat der Gregor Hunter geschrieben, habe es am Parallelanschlag gemacht. Hier dieser Jig oder diese Hilfe ist halt für sehr, sehr dünne Streifen gedacht. Ihr könnt damit aber auch Zentimeter Streifen schneiden, wobei ich die dann auch am Parallelanschlag schneiden würde. Nur so als kleine Info, weil manche vielleicht noch nicht so lange mit der Kreissäge arbeiten und die das noch nicht wissen, erwähne ich es in dem Video, habe es am Parallelanschlag gemacht. Wie gesagt, so 1 Zentimeter, das geht voll klar, aber wenn ihr wirklich sehr, 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 sehr dünne Streifen schneidet, zum Beispiel 1 mm, dann muss man halt eine Sache beachten, mit der ihr euer Kreissägeblatt nämlich echt kaputt machen könnt. Ich stelle jetzt mal 1 mm an meinem Anschlag ein. Das kann man ja natürlich tun. In meinen Augen ist tatsächlich nicht das größere Problem, dass man hier nicht mehr wirklich das Holz schieben kann. Wenn das relativ breit ist, dann kann man es ja noch auf dieser Seite hier drücken. Aber zuallererst mal wird das, wenn man schneidet, nach vorne rausschießen und dann hat man halt eine echt unsaubere Oberfläche. Aber der nächste Punkt, der ein bisschen problematisch werden kann, ist das Kreissägeblatt. Wenn ihr den Anschlag so nah hier ranbringt und ihr irgendwie was Hartes schneidet, wo noch ein bisschen Spannung im Holz ist, kann das Kreissägeblatt ein bisschen rüberdrücken. Und dann rührt ihr auch schon relativ schnell den Anschlag. Und aus dem Grund sind so richtig, richtig dünne Streifen echt nicht so schlau am Anschlag zu schneiden. Also diese Vorrichtung war halt wirklich dafür gedacht, dass man ganz, ganz dünne Streifen schneidet. Hat halt einfach den Vorteil, dass die Streifen nicht nach vorne weggeschleudert werden, weil sie geteilt werden zwischen Anschlag und Sägeblatt. Sie sind halt einfach frei und theoretisch fallen sie eigentlich rüber, wenn man sie dann noch im Schiebestock ein bisschen überzeugt. Dann war in der vergangenen Woche noch ein Event, und zwar war da das Lidl-Event, und da seht ihr jetzt erstmal einen kleinen Ausschnitt. Heute findet das Lidl-Event statt, heute werden wir was Cooles bauen. Hier hinten liegt nämlich auch schon unser Material, das werden wir heute verarbeiten und ich werde heute einfach mal zeigen, wer dabei ist. Das hier ist für den Anfang mal der Patrick. Wer genau, ist dein Instagram-Account? So linke Hände, ZLH Werken. Ja, genau.
Hier seht ihr schon mal grob unser Projekt. Wir werden hier unten diese Eckbank bauen mit dem Tisch. Und da müssen wir erstmal schauen, wie groß das Ganze wird. Wir haben jetzt mal so grob unsere Pläne gemacht. Kann man das Pläne nennen? Ja, die Pläne schon, oder? Ich muss es zeigen. Okay. Das ist die Zeichnung und das wird das Projekt. Wie lang muss denn das Teil sein? 1,98 Meter? 1,98 Meter von der schönen Seite. Hast du? Ja. Wir sind jetzt hier gerade noch an einem ganz, ganz simplen Tisch dran. Ihr seht, wir müssen die Bretter noch festschrauben und dann schneiden wir es vorne noch bündig ab. Und dann ist dieser kleine Beischöttich außen fertig. So, ihr hört, es wurde jetzt auch schon langsam ein bisschen leiser. Dann sind eigentlich alle mit ihrem Projekt fertig. Und hier hinten im Hintergrund seht ihr auch schon, was wir so jetzt gebastelt haben. Hier haben wir jetzt einmal eine schöne Bank gebaut. Da kann man noch oben den Deckel abheben. Das hier ist ganz cool. Das ist auch vielleicht eine Idee für den einen oder anderen von euch. Das ist ein Sitzpolster quasi mit einer Schnur. Und da ist noch einmal ein kleiner Tisch. Und das haben wir alles mit dem Lidl-Werkzeug, mit dem Parkside-Lidl-Werkzeug gebaut. Und da war größtenteils das ganze Werkzeug von der 20-Volt-Familie. Man kann hier das Ganze noch hochheben. Jetzt ist nur noch die Frage, wer räumt das alles hier auf? War auf jeden Fall ein krasses Event. Sehr, sehr groß, sehr, sehr viele Leute. Und ich fand es halt geil, mal wieder echt so viele von dieser ganzen Community kennenzulernen. Und was halt dort auch einfach richtig cool war, war, dass jeder einen Zuschauer mitholen konnte. Ich habe übrigens den Patrick von Zolinge Hände, ZLH, mitgeholt. Er hat gewonnen. Ein paar haben ja gefragt, ja, wer hat dann jetzt gewonnen? Das konnte ich halt einfach im Vorhinein nicht sagen, weil es da ein paar datenschutzrechtliche Dinge gab. Und aus dem Grund habe ich das in Social Media nicht gesagt. Ich werde euch auf jeden Fall auch mal Patricks Kanal verlinken. Schaut da einfach mal vorbei. Der hat auch ein paar wohltätige Dinge am Laufen. Das hört sich nicht so richtig an, ne? Ein paar wohltätige Dinge am Laufen. Ja, ne, schaut einfach mal vorbei. Der hat eine Challenge, wo dann Gelder gesammelt werden mit coolen Projekten. Also da sind auch viele coole Bilder dann auch im Feed, wo dann auch sehr gute Inspiration liefern können, die dann halt einfach in Organisationen gehen, um denen ein bisschen zu helfen. Das ist eigentlich so ein Hauptteil, so was mir aufgefallen ist, was ich auf dem Kanal sehe. Deswegen liegt es mir noch mehr am Herzen, dass ich den noch unten in die Videobeschreibung packe. Wofür war das Lidl-Event? Vielleicht nochmal so kurz auch als Erklärung, weil das vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist. Ein großer Teil, der dann auch hinten vor Ort dann abgelaufen ist, war halt einfach so ein bisschen Verbesserungsvorschläge. Dort waren dann auch die Entwickler, an denen konnte man sagen, okay, pass mal auf, das hier ist vielleicht nicht ganz so geil. Die haben sich schon notiert und vieles wurde da dann, haben sie es zumindest mal gesagt. Ein Punkt, der vielleicht auch so ein bisschen untergegangen ist, ist einfach, dass dort die Entwickler von diesen Werkzeugen auch dann vor Ort waren und dort konnte man dann einfach sagen, okay, pass mal auf, das hier ist komisch, das hier ist irgendwie nicht so gut, das hier wäre vielleicht besser. Man konnte halt einfach Kritik geben, dass die halt die Werkzeuge nochmal optimieren. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass das hier nicht so gut ist, wenn man drauf drückt und es dann direkt ausgeht und da haben sie auch gesagt, okay, gut, hat man nicht auf dem Schirm, ist jetzt kein großes Problem, das abzuändern. Dass halt eben einfach die Leuchte hier stehen bleibt, wenn man den Finger auch wegholt. Sowas wurde da auch geliefert und es waren halt mega viele Leute und da kam sehr, sehr viel Kritik beisammen, die dann auch, denke ich mal, sehr hilfreich sein wird. Eine Aktion, die ich dann tatsächlich noch ganz cool fand, war einfach, da, als das Event vorbei war, da wurde halt einfach gesagt, okay, das Werkzeug, was hier jetzt noch ist und das Zeug, was hier jetzt ist, könnt ihr euch einfach holen. Sagt uns da Bescheid, dann schreiben wir das auf und dann könnt ihr euch das holen. Und ich habe mir eine Sache mitgeholt tatsächlich. Das war hier dieses Laubgebläserteil, weil das auch im Shop vor ein paar Wochen nicht mehr verfügbar war. Und ich will dazu gar nicht so viele Worte verlieren. Ich mache damit derzeit immer meine Maschinen sauber. Da konnten sich halt Leute auch die ganzen Werkzeuge holen, die dann auch teilweise keinen Kanal hatten. Und da fand ich es halt einfach schön, dass die halt dann auch, also dass nicht gesagt wurde, nur die, die einen Kanal haben, dürfen sich da was holen, sondern die haben echt gesagt, okay, holt alles, was jetzt liegt, könnt ihr alles mitholen. Der Patrick hat nämlich zum Beispiel noch erzählt, ja, ey, braucht er die Werkzeugwände da?
Und da hat er halt später so ein Paket gehabt, das war übelst groß mit solchen Werkzeugwänden. Und da wurde dann auch noch gesagt, ja okay, nee, wir schicken es dir nach, weil du kannst das ja nicht so wirklich gut jetzt in der Bahn mitholen. Also das fand ich wirklich noch cool, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Und war ein cooles Event. Dann bin ich nach diesem Event tatsächlich noch ein bisschen weiter in den Norden reingefahren. Also in der vergangenen Woche hat mein Auto... Oh ne, das ist viel zu nah. Also in diesen 3 oder 4 Tagen, da hat mein Auto schön Kilometer bekommen. Das war, denke ich mal, ganz gut mal wieder. Auf jeden Fall bin ich noch ein bisschen weiter in den hohen Norden gefahren zum lieben Siggi. Denn da habe ich den Siggi besucht und wir haben eine Folge Werkstattbesuch gedreht. Richtig geile Werkstatt mit richtig cool alten Maschinen. Aber schaut es euch am besten selbst an. Das verlinke ich euch wie die anderen Videos auch oben rechts im Eck. Und ja, das war ansonsten so ein Rückblick über die vergangenen paar Tage. Aber eine Sache fehlt ja noch. Am Anfang von dieser Folge Neuigkeiten habe ich ja das Thema Bohrerschleifen angesprochen und was ich davon halte. Denn ich habe mir vor kurzem hier diese Bohrerschleifvorrichtung geholt. Damit kann man nämlich Bohrer schleifen. Und habe mich auch schon super oft die Nachrichten erhalten, ja, warum schleifst du denn die Bohrer? Lohnt sich doch gar nicht. Schmeiß sie doch weg und kauf sie neu. Und weil mich das meine Ausbildung übelst gefuchst hat, bin ich da mittlerweile ein bisschen krass eingestellt und werde jetzt einfach das vielleicht nur kurz erklären. In der Ausbildung wurde uns immer gesagt, ja, wir schleifen keine Bohrer, weil wir die neue kaufen. Bohrer schleifen lohnt sich nicht. Da hat sich für mich immer so ein Problem ergeben, okay, ich verstehe ja, wenn so ein 1mm Bohrer oder sagen wir mal 5mm Bohrer, dass es sich da nicht lohnt, den zu schleifen, verstehe ich. Aber wie ist es denn dann, wenn man einen 30er, 40er Bohrer hat, da... Das ist doch schon so ein Bohrer, der ist schon ein bisschen teurer und würde ich mal behaupten, den schmeißt man nicht jedes Mal weg, wenn der vorne eine kleine Schade drin hat. Das ist so der erste Punkt. Und jetzt gerade so im Heimwerkerbereich ist es halt, finde ich, so, dass ich zumindest von diesen ganzen Bohrern keine 100 Stück auf Lager habe. Oder ich habe auch nicht von jedem Bohrer 5 Stück auf Lager, dass ich sagen könnte, okay, der ist jetzt nicht mehr richtig scharf, ich schmeiß den weg. Das finde ich halt so gar nicht. Und aus dem Grund finde ich die Vorrichtung hier cool. Da spannt er den Bohrer ein, ihr könnt ihn wieder scharf machen und er bohrt halt auch wieder und das dauert halt nicht so wirklich lange. Aber was hat es denn jetzt eigentlich auf sich, wenn man sagt, Bohrerschleifen lohnt sich nicht? So beim Schreiner oder eher beim Metaller könnte man dann sagen, okay, in der Zeit, wo ich den Bohrer schleife, habe ich lieber einen neu gekauft, weil das günstiger ist. Das ist also ein Umrechnen von der Zeit auf den Bohrer, was halt mehr kostet, die Zeit oder der Bohrer an sich. Ja, das stimmt und danach kann man dann auch gehen, aber oftmals finde ich es halt so das Problem, dass man halt nur diesen einen Bohrer hat und dass man dann keine andere Möglichkeit hat, außer okay, ich werde ihn jetzt schärfen oder ich prügel den Bohrer irgendwie so durch dieses Loch durch. Und tatsächlich kenne ich eigentlich keinen, der zu Hause mega viele Bohrer hat und dann die Bohrer regelmäßig wegschmeißt, weil sie eine Schade haben, kenne ich tatsächlich keinen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du noch dazu zu sagen hast. Schleifst du deine Bohrer oder kaufst du die neu? Weil Bohrerschleifen lohnt sich ja nicht, oder? Mir geht es halt auf jeden Fall darum, dass ich hier auch die dickeren Bohrer dann auf jeden Fall schleifen kann, wie zum Beispiel ein 18er Bohrer. Und davon habe ich wirklich nicht so viele auf Lager. Und da bin ich halt mit dieser Vorrichtung hier ganz happy, dass ich die dann hier einfach mal nachschleifen kann, wenn ich dieses eine Loch mal bohren muss. Ich hatte heute tatsächlich irgendwie so ein bisschen Problem mit meinen Worten. Das ist mir heute extrem aufgefallen. Als kurze Information, ich mache das hier relativ lange schon und ganz, ganz am Anfang von den Videos hatte ich krasse Probleme, irgendwie so vor der Kamera zu sprechen. Und manchmal kommt das irgendwie wieder zurück. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall soll es das mit den Neuigkeiten für heute gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm, sich anzuschauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren, gerade was du zu den Bohrern speziell sagst, da bin ich mal gespannt, wie du das sogar zu Hause umsetzt. Ansonsten soll es das gewesen sein, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Mal, tschüss.